Hygienestraße Dendabudet. Ich werde immer wieder von jungen Kollegen gefragt, wie das bei uns so in der Hygienestraße abgeht, was wir da für Dinge machen, welche Sets wir verwenden, und deswegen hier jetzt einmal ein kleines Video. Zuerst einmal, wir haben alle Instrumente hier in diesen beiden Schränken gelagert. Der Vorteil ist, dass das nicht in Schubladen herumliegt und alles, was im Patientenmund landet, ist also steril. Zudem sind die Sets sehr einfach zu bestücken. Das heißt, für jede Behandlung gibt es ein spezielles Set und für die Kolleginnen ist es sehr schnell, diese Sets einfach zu nehmen. Ich nehme da jetzt so ein Set und bestücke das hier zum Beispiel mit einem allgemeinen Untersuchungsset. Zudem haben wir auch hier zum Beispiel die Beschliffsets in Kategorien eingeteilt. Ich nehme da jetzt einmal so eine Kategorie, lege das da so her. Und mit diesem Set geht es jetzt Richtung Patient. Unmittelbar vor dem Patienten werden die Sets geöffnet. Also man sieht hier, je nach Art des Beschliffes gibt es hier verschiedene Bohrer in diesem Set. Die werden dann eben aufgearbeitet in der Hygiene. Hier sieht man das Indikatorpapier. Das heißt, wir wissen, dass dieses Set im Sterilisator war. Immer wenn wir dann am Patienten arbeiten, dann wird dieses Pickel entfernt. Das geht jetzt mit einer Hand ein bisschen schwieriger, mit zwei Händen geht das einfacher. Wird hierher geklebt und somit weiß jeder, das Set war in Verwendung. Wir sehen hier, je nach Set gibt es hier verschiedene Untersuchungsinstrumente, auch der Speichelsauger, alles, was also im Mund des Patienten landet, wird vorher sterilisiert. Wenn das Set jetzt verwendet wurde, dann geht es wieder retour in die Hygiene, in die Sterilisationsstraße. Und hier ist der Ablauf auch relativ einfach. Es beginnt einmal damit, dass die Sets ins Ultraschallbad kommen. Im Ultraschallbad werden sie einmal grob gereinigt. Danach werden sie manuell gereinigt, kommen in den Thermodesinfektor. Dort werden sie chemisch gereinigt. Und nach dem Thermodesinfektor werden sie wieder bestückt. Das heißt, hier werden sie wieder zusammengebaut und landen dann im Sterilisator. Und vom Sterilisator geht es dann weiter wieder in diese Regale, wo sie dann wieder von den Kolleginnen in die Trays bestückt werden und in die Ordinationen gebracht werden. Die Instrumente ist ein ähnlicher Ablauf. Die Instrumente werden hier mal grob gereinigt, kommen dann gleich in den Thermodesinfektor, werden dann auch wieder hier bestückt und kommen in den Sterilisator, vom Sterilisator wieder retour. Für beginnende Kollegen oder junge Kollegen haben wir hier alle diese Sets abgebildet in der Hygienestraße, sodass man sich leichter tut beim Bestücken dieser Boxen. Speichelsauger, die kommen ebenfalls im Thermodesinfektor, gibt es einen eigenen Bereich, wo man hier sieht, da sind die ganzen Speichelsauger. Dann werden sie wieder in den Boxen bestückt und nach dem Sterilisator kommen sie wieder in die Regale. Mit diesem System ist gewährleistet, dass alles, was im Patientenmund landet, steril ist. Das heißt, wenn man das in Schubladen lagert, wird es ja immer wieder während des Einräumens und dann während man das aufs Tray legt, von Händen angegriffen. Meistens von den Kolleginnen, von den Assistentinnen. Und hier mit diesem System ist gewährleistet, dass alles, was im Patientenmund landet, vorher im Sterilisator war und nicht angegriffen wurde. Solltet ihr mal zuschauen kommen, jederzeit. Wenn ihr noch Fragen habt, ebenfalls gerne jederzeit.